Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, warte mal, ich sehe gerade. Nee, so. Wir waren irgendwie mit dem Zoom ein bisschen zu nah. Und ich wollte jetzt noch mal ein paar weitere Quests machen und hier auch noch mal weiter die Gegend erkunden, das ganze Startgebiet. Vor allem da hinten hatten wir ja noch einen Myradenturm, den wir noch gar nicht besucht hatten. Da oben sehe ich schon die Myrade. Jetzt nicht mehr. Die war ganz kurz zu sehen und dann auf einmal weg. So, wo ist denn der Weg zum Myradenturm? Da vorne, glaube ich. Das ist der. Und ich höre wieder Wölfe. So, und das wäre wahrscheinlich der erste Myradenturm, den wir eigentlich hätten besuchen können. Den wir aber nicht besucht hatten. Aus Gründen. Myradenturm an der Sonnenküste entdeckt. Hallo. Ich möchte mit dem Myraden fliegen. Nee, Schreitet möchte wohl. nicht. Ich will hier erstmal erkunden, gucken, was gibt's denn hier? Ein Bett. Gehört bestimmt der Wächter. Boah, aber hier so zu pennen, wäre mir ein bisschen zu kalt, glaube ich, in Real Life. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, wie warm es hier ist. Na du? Ich finde, die sehen echt süß aus. Aber dann haben wir den Myradenturm auch schon mal besucht und markiert quasi. Was hat es mit diesem einzelnen toten Baum da auf sich? Da hinten irgendwo. Hier. So, und die Geheimnisse aus der Büchse. Die haben wir aktiv. Das heißt, da hinten müssen wir nochmal am Schrein gucken, was wir da finden. Was steht denn da genau? Silas zeigte mir eine Art Schatulle, die wohl von dem Wellen am Strand nach Flussheim angespielt wurde. Zu seiner Enttäuschung befand sich darin jedoch lediglich eine alte Notiz anstelle des erhofften Schatzes. Auf der Notiz steht eine Art Gedicht, was er damit wohl auf sich hat. Sehen wir uns mal den Schatz da noch mal ganz genau an, beziehungsweise den Schrein. Schreitet wohl. Obwohl, wir können noch mal kurz hier verkaufen gehen. Wechsel. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Der hat wieder Gold. Bärenklauen. Rattenhaut. Das ist das nicht, was wir brauchen. So, mehr kann ich ihm nicht verkaufen. Möge euer Pfad stets eben sein. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, ja. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, die Eisendolche weg. Eisenschwert der Flammen kann weg. Achso, der hat nicht genug Gold dafür, okay. So. Schreitet wohl. Nee, neuen Auftrag wollen wir jetzt nicht. Verdammte Bauern. Das ist doch wohl. Pater will das? Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Fremdlander. Könntet ihr mir erklären, was es mit diesem Pfad auf sich hat? Was es damit auf sich hat? Das nenne ich mal eine Frage. Aber gut. Der Pfad ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Asatorons als auch die Reise der ersten Vasalle nach Enderal dokumentiert. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir Endralea alle leben und der den Weg zur Erlösung darstellt. Zum anderen stellt der Pfad auch die heilige Berufung eines Einzelnen dar,
den zu folgen Verpflichtung eines jeden gottestreuen Bürgers ist. Warte, mehr? Gibt's nicht? Ist hier in letzter Zeit etwas Interessantes geschehen? Das kommt darauf an, was ihr für interessant erklärt. Von den seltsamen Geschehnissen in Ark habt ihr sicherlich schon gehört. Angeblich kam der Magister, der all die Kinder ermordet hat, sogar aus Flussheim. Es macht mich traurig, derartiges zu hören. Okay, könnt ihr mich heilen? Lasst mal sehen. Ja, das ist kein Gebrechen, was die Lichtmagie nicht heilen könnte. Malphas, segne diesen Körper, entledige ihn seiner Leiden und schenke ihm Lebenskraft, Wegestreue und neue Stärke. Möge dein Licht ihn leiten. Okay, aber hier waren wir noch nicht fertig. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir in Verstehe, Drahe. Danke für die Gerne, Erläuterung. Mein Kind. Schreitet wohl. Achso, mehr kommt da nicht, okay. Aber dieses Meer? Schreitet wohl. Lebt wohl. Und den hatten wir schon? So. Mirels Rezept. So, Rezept für ein Elixier gegen Darmwurm. Achso, das ist das, was wir brauchen. So, Arrestzellen. Vielleicht war das irgendwie da drin. Schreitet wohl, mein Kind. Ja, Pater will das. Madame. So. Dolch beschwören. Aber das ist doch der Schrein, ne? Und das sind Fenster, keine Türen, sehe ich jetzt gerade. Madame. Schreitet wohl, mein... Ich blick nicht ganz durch. Wo muss ich suchen? Glimmerstaubhöhle. Egal, das machen wir dann ein andermal. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg wieder zurück in Richtung Ark. Und machen da auf dem Weg alles einmal platt. Wir tragen immer noch zu viel. So, automatisch speichern. Mal gucken, was hier noch fehlt. Da hinten ist auf jeden Fall ein Burgsymbol. Stellt sich nur die Frage, ist das eigentlich hier noch in dieser Reichweite? Da oben. Nur das da abgeschlossen gehabt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Zur Not mache ich mal so. Verschütteter Keller.
Ah, warte, das kenne ich doch hier. Waren wir nicht hier mit Jasper? Wir waren hier mit Jasper. So, Fackelhalter. Fackel nehmen wir mit. Genau, das ist das, wo wir Jasper gesucht hatten. Und finden sollten. Und dann mit ihm hier irgendwie weitergehen. Das? Oder auch nicht. Nur gibt's hier nichts mehr. Okay, dann ist das hier abgeschlossen. Suchen wir den Weg wieder raus. Wenn ich den finde. Verdammt, jetzt stecke ich hier fest. Wo ist der Ausgang? Hier. Okay. Hier gibt's nichts mehr. Dann gehen wir weiter. So, hier ist die. War das nicht die Straße? Doch, das ist schon richtig. Okay, wir sind schon auf dem richtigen Weg. So, waren wir da schon? Also richtig drinnen? Verlassene Imkerei. War Tür ein Ohr? Mittlerweile 21 Fackeln. Alchemie-Lehrling. Einzelteile. Nein, abgebrochen. So, Truhe. Nehmen wir mit. Ring der Präzision und Alter, schreckt mich nicht. Schreckt mich das Viech. So, wir müssen definitiv wieder was essen. So, essen wir das.
haben wir hier? Chaos Nova, Rang 1. Versteckter Lederschild. Eisfall. Was haben wir hier? Braunbärenpelz. Landschaften Enderals, die Pulverwüste. Nehmen wir mit. Gibt's hier nicht noch mehr? Waldelementar. Ach. Tappwurzel. Okay, der hat mich jetzt erschrocken. Kam der? Oh, was haben wir hier? Biene im Glas. Cool, nehmen wir mit. Roter Apfel. Heilwurzelbrei. Eine Perle. Was ist denn der? Okay, viele Bienen hört man auf jeden Fall. Da können wir nicht looten. Ja, die Bienen lassen wir mal in Ruhe. Mal gucken mal in der Richtung. Da oben ist auch noch was. Achso, das ist nur das Fähnchen. Kelch, Flussheimer Honigwein. Aber hier ist man wahrscheinlich hingegangen, so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen in den Fluss reinzuschauen. So, Feuerblitz, Rang 1. Honig. Honig ist nice. So, was gibt's denn noch? Wir müssen weiter in diese Richtung, ne? So, was hatten wir hier? Klarwasserhöhle. Ich höre hier Windwurz. Wahrscheinlich da oben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon da drinnen waren. Ich gehe mal rein und gucken. Ach so, hier. Ja, gut. Hier waren wir ja schon. Hier brauchen wir nicht nochmal hinzugehen, würde ich sagen. So. Hier hat sich jetzt auch niemand gerespawnt, kann das sein? Niemand neu oder zurückgekommen.
Gut. Dann gehen wir weiter. So, da vorne sehe ich auf jeden Fall ein Höhlensymbol. Die Frage ist nur, kommen wir da hin? Rund um Erz. Lassen wir liegen. Ich finde es krass, wie grau auf einmal hier alles wird. Sobald man hier ist, ist alles grau. Das hier hatten wir einmal betreten, aber Bergmannshütte. Aber hatten auch wegen dem Kabeln hier einen Flucht ergriffen. So. Gibt's hier noch irgendwas? Hier, die Groschen. Die Fässer sind leer. Da haben wir noch eine kleine Truhe. Eisenerz nehmen wir mit. Protokollbuch des Handelspostens am Bergpass nehmen wir mit. Alter, das war ja richtig klein geschrieben. Leiche. Ambrosia. Traumfresser Rang 1. Der arme Bergmann. Was ist denn das für ein Buch? Kann ich nicht lesen oder nehmen. Versteckter Lederschild. Ach. Ist er Stufe 11 aufgestiegen? Nice. So, wieder auf Leben. Erstmal nur auf Leben. Dann gehen wir mal raus. Geh wieder auf Schild. So, wie viel haben wir jetzt? Erinnerungspunkte 1. Stufe 11, Lernpunkte 32, Handwerkspunkte 34. Gemetzel, Klingtänzer, haben wir schon. Kampfhaltung. Stufe 2 macht 15% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, 35% schlechteres Blocken, 20% höhere feindliche kritische Chance. Ah, die haben wir auch schon komplett fertig, okay. Was ist das? Klingmeister, haben wir fertig. Knochenbrecher, Angriff im Streitkolben, nee. So, kritische Treffer. Stufe 1, bei Angriffen mit einer Einhandwaffe erhöht sich euer kritischer Trefferschaden um 20%. Würde ich machen wollen. Was macht das? Abwehr ausmanövrieren und Wirbelklingen. Dann Sprintstoß, ruhige Hand. Euer Alchemie sowie euer Wissen um das Tragen leichter Rüstung könnt ihr mit den Erinnerungen Vagabunden. Ah, okay. Aufstocken. So. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Müssten da vorne gleich unsere Freunde warten. Die Brüder. So. Genau, der hatte nichts mehr. Aber wir hatten, warte, wir hatten hier den hier gehabt.
Also hier gab es nichts. Aber hier gab es noch was Neues. Eisfall und Feuerblitz und Traumfresser. Hat Handwerkspunkte gekostet, glaube ich, oder? Hat eine Buch? Und die Zauberbücher, die können wir so lernen. So, gibt's, was die beiden hier angeht, was Neues? Danke. Wunder hat nichts Neues. Mist, Kerl, verdammter. Ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ich mag die beiden. Die waren mir sympathisch auf jeden Fall. Nur die Frage, gab es hier noch irgendwie was? Da vorne ist was. Alte Robe. Skeleton. Und das Buch. Frostraum. Verlorener Wildmagier. Ektoplasma nehmen wir mit. Das war jetzt überraschend. Kohle. Alte Robe. Ah, wir müssen was essen. Brot. Wir essen Brot. Jetzt ist nur die Frage, weil ich das jetzt nicht mehr weiß, hatten wir das hier schon komplett erkundet? Das da. Waren wir da schon überall drinnen? Auch auf der anderen Seite. Kohle brauchen wir nicht. Eisenschwert. Weizen. Einzelteile lassen wir mal. Ah ja. Hühnerei. Schwere Lederschuhe. Ah, okay. Wir sind jetzt hier rum. Okay. Ich glaube, das war der offizielle Weg hier hoch. Oder hier rein. Kleine Amphore. Kohle. Warte mal, da ist ein Knoblauch. Und Weizen. Ich muss mal gucken, ob wir auch backen können. Brot backen, das wäre jetzt was. Salz, perfekt. Kartoffelkohlsuppe. Hier ist Mehl. Der ist leer, der ist leer. Hier gibt's nichts.
Die Seite weiß ich jetzt nicht, ob wir da waren. Die hier, wo wir jetzt sind, weiß ich definitiv. Da waren wir. Die andere bin ich mir jetzt nicht sicher. Und wie soll man bitte an das Vogelnest da kommen? Hier dieses magische Geräusch. Hier muss irgendwas sein. So, blau, Bauplan, Eisenschild. Bauplan, Fackeln. Dieses Geräusch macht mich einfach verrückt. Braunfelshöhle. Hier sind wahrscheinlich noch mehr von den Banditen. Straßendieb, was hat er? Können wir verkaufen? Ich hoffe, wir tragen jetzt nicht zu viel. Ein bisschen können wir noch. Ah, da geht's doch noch weiter. Okay. Benutzen Holzblock. Hier ist Mehl. Kohle. Einzelteile. Trankmischertrank. Können wir hier. So, Stunde schlafen. Knoblauch. Salz nehmen wir mit. Stahlhelm. Warte mal, Stahlhelm. Dort. Warte mal, die Eisenschilder plus 18, okay. Notiz. Das Geräusch von der anderen Seite der Tür kommen, können einem echt Angst machen. Der Eingang liegt irgendwo auf der anderen Seite des Berges und die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Borok hat uns hier abgestellt, um zu verhindern, dass irgendetwas durch diese Tür bricht und den Zwillingstürmen in den Rücken fällt. Und mein Kumpel macht sich in die Hose. Okay, also es hat doch irgendwas mit diesen Dingens hier auf sich, mit diesem Geräusch. Das bedeutet also etwas. Gibt's Nägel. Weizen. Warte mal, ich guck mal, das Schwert, was wir jetzt gesammelt hatten, eingesammelt. Stahlschwert. Ist sogar besser als das hier. Öffnen. Die Tür ist von der anderen Seite versperrt. Okay, also können wir das von dieser Seite nicht aufmachen.
Aber dieses Geräusch macht mich auch ein bisschen irre, sagen wir mal so. Guck mal, wie grün das jetzt ist. Und jetzt gleich wird das wieder alles grau. Gleich kommen die neuen, die anderen Filter wieder. Oder auch nicht. So, warte, was? Ach so. Ich wollte schon sagen, was war das denn? So, aber hier machen wir später alles nach und nach. Jetzt gehen wir erstmal nach Ark und sehen zu, dass wir den ganzen Scheiß verkauft kriegen oder einlagern können. So, Herzland, Flussheim, Herzland und Ark. Wir gehen erstmal nach Ark. Das interessiert mich. Da gehen wir gleich zuerst hin, sobald wir aus Ark wieder da sind. So, und da sind wir auch schon. Wunderschöne Ark. Sieht aber auch echt heftig aus, wie weit eigentlich auch die Mauern gehen von der Stadt. Madame? Der Herr? Ja. So, was mit dir? Ark, Unterstadt, Kornhof, Flussheim, Herzland, Nebelheim. Der heißt nur Bettler. Madame. Der Herr? Das so, Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, Wirbelsturm geht's gut. Hat mittlerweile einen neuen Namen. Verkauft ihr Pferde? Ich möchte eines kaufen. Reittier umbenennen. Könnte sogar mir ein Pferd holen? Okay. Ne, ich bleib beim Esel. Erstmal. So. Was? Oh, natürlich. Ich will verkaufen, ja? Wir fangen hier an. Also der kann weg. Die können weg. Der kann weg. Der kann weg. Dann bleiben wir jetzt bei dem. So. Dann kann das weg. Das. Die hier. Einen davon. So, dann haben wir hier. Ambrosia haben wir schon mittlerweile zwei. Behalten wir alles. So,
das kann weg, das kann weg. Die können weg. Die Perle kann weg. Komm, Weizen kann auch weg. So, die Zauberbücher können weg. So, er ist pleite. Ahoi. 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 So als unvergleichlich duftenden frischen Broten in eure Nase steigt. Die mag ich, Marita. Ihr da, ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes frisches Brot gebrauchen. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Ich mag die. So. Mit ihrem Brot. So, verkaufen kann ich hier aber nichts, ne? Aber die hat wieder 12 Brezeln. Wir kaufen die Brezeln alle. Boah, ich habe jetzt auch voll Bock auf Brezeln. Ich glaube, ich schmeiß mir gleich einen Ofen. Hallo. So, zum Tauschen, habt ihr etwas? Was braucht ihr denn? Eine Spitzhackatze, Ambrosia. So, die hat auch einen Topf, gebratenes Rindfleisch. Kohlsuppe. Der dunkle Hüter, der Fechtmeister und der Schattentänzer. Goldbahn hat sie auch. Okay. Was kann ich hier jetzt noch verkaufen? So, sie hat ja jetzt 499. Zauberbuch kann ich hier verkaufen. Biene im Glas ist nichts wert, was? So. Dann will ich meine Libelle im Glas oder so, was ich hatte, wieder zurückhaben. Wie viel tragen wir mittlerweile? 166 Kilo. Hier, sichere Truhe. Ah, nein! Ring der Präzision, Beschützers. Ne, das hier wollte ich. Ring des Kartenlesers. Ah, ich kann nur einen Ring haben, oder wie? So, das. So, alles andere, guck ich mal, dass ich verkauft kriege. Schreitet wohl, Maidan. Hm? So, Marktplatz. Da hatten wir auch eine Hütte gehabt. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das ob seiner Glorie von Malfas selbst gewirkt worden sein muss. Wo war die Bank? Ich glaube, das da war die Bank. Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? War das hier die Bank? Ah, was tun? Bodenhammer Schmiedewerk? Was? Was wollt ihr denn noch? So, was war das hier? Ark Porems Hütte. Was hat die denn gemacht?
Eisenfurt? Krieg auf Kyra, Krieg auf Arasial, Krieg auf Kile. Malphas hält wahrlich seine schützende Hand. Goldene Sichel, Gildenhaus. Hier hatten wir gewohnt. Haus des Wahnsinns. So. Ausbaubrett. Einrichtung kaufen. Arbeiterstube. 300 Groschen. Hausname. Einrichtung kaufen. Arbeiterstube. Können noch weiter ausbauen. Feine Stiefel. Oder feine Schuhe, besser gesagt. Ich sehe hier aber noch zu wenig. Ich brauche jetzt in meiner eigenen Hütte eine Fackel. Eisenbahn haben wir hier. Ich würde da trotzdem gerne ein bisschen mehr ausbauen wollen. Oh! Arcana Verzauberer. So, entzaubern. Ring der Präzision. Seid ihr sicher, dass ich den Gegenstand ja. Okay, alles Magische holen wir eben raus, was wir haben. Gleich. Ah, okay, nice. So, aus der sicheren Truhe. Das. So, und mal gucken, ob wir die entzaubern können. So. Ah, okay. Den kann ich nicht. Okay. Ah, dieser Effekt ist bereits bekannt. Ah, okay. So, dann kann... Nein! Kann beide weg. Das kann weg. Das kann weg. Warte mal, der macht 18, der macht nur 9. Okay. Durch der Verzweiflung können wir dann verkaufen, weil dessen Effekt kennen wir ja schon. So, und jetzt bitte wieder das hier anziehen. Ich finde das manchmal echt doof, dass der irgendwie immer anzieht oder ausrüstet oder konsumiert, statt einfach das zu machen. Schreitet wohl. Grüße. So, ja, zeigt mir eure Ware. Die beste Qualität von Arctwen bis nach Enderal. So, Arctwen war, glaube ich, der eine Teil, den ich jetzt vergessen hatte, wie der hieß. He? So, der kann weg. Dann hier, der kann weg. So, die können weg. Den hatten wir doppelt. Malfa Segen. So. Ah, willkommen, Goldfurt. Willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Dies und das. Schaut einfach selbst. Hat ihr nicht seinen Namen letzte Kürze noch gelesen gehabt?
blaues Seidengewand. Der sieht echt schön aus. Und violettes auch. Dünenheim, Flussheim, Nebelheim, Nordwindlager. Nee, Felstaverne. Barackenplatz, Unterstadt. Das hatten wir noch nicht, das hatten wir noch nicht. Die Aschewitwe. Die Aschewitwe. Mythen und Legenden, die Aschewitwe. Steht da oben auch noch. Okay, auf dem Cover. Bauplan, Diebestunika, Diebestunika, okay. So, aber ihm kann ich doch noch was verkaufen, oder? Nee, okay, ihm kann ich nichts verkaufen. Schreitet wohl! Achso, und Eisenschild wieder ausrüsten, bitte. Ihr seid nicht von hier, was? Wo war nochmal die Bank? Das da war die doch, oder? Nee. Hier, Arkbank, da haben wir sie. Ich wollte noch Geld einzahlen. Und gucken, wie viel jetzt auf meinem Dings hier ist. Auf dem Konto. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Ich wollte mein Goldfach einsehen. Natürlich. So, aktueller Kontostand 793. Durch Zinsen plus 17 Groschen pro Tag. Durch Anteile plus 6 Groschen pro Tag. Ich möchte ein bisschen was einzahlen. Sagen wir mal, wir investieren nochmal 2000. So, und jetzt? Natürlich. 78 Groschen pro Tag kriegen wir jetzt. Nice. Was hat denn so ein Angebot? Gucken wir mal. Genesungstrank. War hier nicht irgendwo... Hier waren nur Lehrbücher, oder? So, Bauplan, Sammlung. Hier, Bauplan, Alchemielabor, Amboss, Ankleidepuppe, Arcana Verzauberer, Bank schlicht, Bierfass, Blumenkorb. Irlanda-Statue. Kopopophon? Kopophon. Kop. Okay. Hat er jetzt aber hier nicht. Steinaltar. Haus am Larks ist Adelsviertel. 6603. Die werden wir irgendwann noch kaufen. Schreitet wohl und vergesst nicht. Hört meine Worte, ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Gerüchte kursieren um die furchtbaren Geschehnisse der letzten Monde. Gesprochen wird von dem roten Wahnsinn, der friedliche Seelen befällt und sie. Ein Moment. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Findet Max Schönenblutes. Arks letzte Wacht untersuchen. Besucht in Ark. Wildmagier Bertolus den Schlitzer zur Strecke bringen. Der größte Eiersucher aller Zeiten. Spuren der Vergangenheit. Ein pyräisches Artefakt in Alt Dorlesch finden. Alt Ashkaman finden und Alt Mishkamur finden. Okay. Ein bewegendes Bildnis. Bei Andrassa Tapferblutes nach dem rechten See. Jeder Tag wie der letzte Teil 1. Jetzt beim Tante Nomadus. Machen wir noch. Wellenzähmen, den Myraden für den Flug ins hintere Herzland benutzen.
und den Wegweiser im Sonnentempel benutzen. Das trostlose Feld, in Hestzels Schlüssel, Baal Hestzels Schlüssel aus seinem Haus in Nebelheim bergen. Kunst des Kampfes, die Entropie und Elementarismus zugleich einsetzte. Händler erzählte mir von einem Meuchmörder, der sich aufs Schleichen und Kämpfen verstand. Der einzige Ort, Silberherr nach Gegenständen durchsuchen, die Meoga Eisenfurt gehören könnten. Teile und Herrscher, den Schlüssel zum Banktresor der Fuchshand zu Milbert bringen. Geheimnis herausfinden, was der Schlüssel aus Jeros Schatulle öffnet. Der Schlechter von Ark, alle Bände des Schlechters von Ark lesen, weil von, keine Ahnung. 13 von 40 Wissen gesammelt und Tipp mit Wissen gekennzeichnete Dialoge geben euch Wissenspunkte. Also, keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ah, warte. So, warte mal. Das hier. Das können wir machen. Jetzt haben wir eine Fackel, dann können wir auch suchen. Was wollt ihr denn noch? Aber ich würde sagen, wir machen das mal in der nächsten Folge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.